Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonder. Wir wollten ja nach der letzten Folge hier in dieses Dorf gehen. Und ich habe gerade eben gesehen, ich habe jetzt übrigens zwischen den Folgen, war die Zeit, wo ich gesagt habe, wo ich mal ein bisschen Thumbnails machen gehe. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Zeug im Inventar. Beziehungsweise mein Inventar stimmt halt nicht mehr so ganz mit dem überein, was ich nach letzter Folge hatte. Mir ist dieses Leuchtfeuer hier aufgefallen, das so echt schön an der Küste steht. Gerade eben aus der Distanz, als ich hier wieder zurückgelaufen bin. So, wir gehen jetzt aber erstmal ins Dorf. Das, Moment. Wüsste ganz gern den Namen, aber anscheinend, Spiel sagt nein, weil wir es noch nicht entdeckt haben oder so. Jetzt, Wimblewick. Es ist echt hübsch hier mit den ganzen Leuchtdingern. Das gefällt mir echt gut. Hey du, rede mit mir. Ich hörte... Also die Sounddatei, die da gerade eben abgespielt wurde, da, die hat definitiv ein Mann aufgenommen und so getan, als wäre er eine Frau. Ich hörte, die Vorräte an Erzwaren in Cinderton sind komplett aufgebraucht. Das heißt, wir können jetzt in Cinderton Erz teuer verkaufen. Was hat der Händler hier denn? Was hast du anzubieten? Planken gibt es hier richtig billig und Nägel. Das ist gut zu wissen. 90% und 93%. Okay, hier gibt's Holzbogen. Also Zimmermannsware gibt es hier billig. Das ist gut zu wissen. Okay, alles, was mit Holz hat, zu tun hat, gibt es hier billig. Du hast eine Quest, Vincent. Hey du, vielleicht kannst du mir helfen. Diese Lieferung Holz muss nach Springmore gebracht werden. Ein gutes Geschäft für ein paar Stücke Holz bekommen wir von ihnen eine Planke. Ich habe kein Holz übrig. Du möchtest also ein Geschäft machen? Mit Waren, die du nicht besitzt. Okay. Fälle Bäume mit deiner Axt und besorge so die 18 Holz, die sie brauchen. Also muss ich jetzt 18 Holz sammeln und die für ihn nach Springmore bringen. Nur damit er seine Planken... Okay. Okay, mach ich. Ja. Die Soundfile passt auch nicht. Ich hoffe, dass jetzt mit der Audio gerade alles klappt. Ich hatte hier... kleine technische Probleme. Ich musste an meinem Soundboard ein bisschen rumschrauben. Heute kommt niemand mehr ins Altkönigreich. Das Altkönigreich ist also das da drüben, wo der ganze Nebel ist. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Hey du, Tova. Meine Kinder haben weniger Ehrgeiz als ein altes Groffel im Heu. Um das zu ändern, mache ich einen Wettstreit, wer von beiden bessere Möbel machen kann. Ja, okay, das ist ganz offensichtlich hier Zimmermannsstadt. Ich wünsche, Govard und Gotha würden sich beeilen. Ich habe einen ganzen Schuppen voller Holz, das ich dem Gewinner schenken werde. Okay, was haben wir hier? Ich suche Tiergehege kleinen Popomo-Samen. Was ist ein Popomo-Samen? Wenn du sie mir bringst, werde ich dich belohnen. Nee, habe ich leider nicht. Und ich habe auch gelesen, dass das wohl immer zufällig generiert wird. Das heißt, die Art von Aufgaben werden tatsächlich nie ausgehen. Moment, hier war doch gerade eben noch irgendjemand. Baum kann ich gleich fällen? Ach so, ja, richtig. Ich sollte vielleicht eine Axt auswählen. Was ist das? Silvesterraketen oder so? Wo habe ich die denn her? Komm, hau mir erst mal den Baum hier um. Ja, ich mach das für euch, dass ihr eine schönere Aussicht aufs Meer habt. Ich bin ein netter Mensch. Und dann kann ich hier doch gleich, guck mal, sind wir nicht so, muss ich hier irgendwas Spezielles pflanzen? Anscheinend muss da ein Baum gepflanzt werden. So, wo war jetzt noch eine Quest? Oh, hier sind viele Quests. Du hast zum Beispiel noch eine. Tova ist zu streng mit den Kindern. Ich weiß, sie geben ihr Bestes. Sie haben einfach andere Träume, als Möbel zu machen. Ich möchte Tova zeigen, was sie schaffen können, wenn sie zusammenarbeiten. Aber ich brauche deine Hilfe. Mit dem richtigen Material können sie etwas machen, auf das Tova stolz ist. Kannst du mir die Dinge auf dieser Liste bringen? Welche Liste? Hallo, hallo, ich brauche... Oh. Im Himmel jenseits landen die Socken, die man beim Waschen verliert... Aha. Warum macht Vater das? Ich möchte nicht mit Gotha konkurrieren. Ich möchte meine eigenen Träume erfüllen. Ich will Feuerwehrmann werden.
Kannst du Kernholz für mich besorgen? Ist ein seltenes Holz, das mir den Sieg sichern wird. Du bekommst das Holz vom Wildoburbaum, der ist südwestlich von Springmoor. Ich habe da eine andere Quelle gesehen für dieses Holz. Na du? Ich habe gehört, du hast ja was ich brauche. Ah, die hat aber nur 3 davon. Und wie viel brauche ich? Moment. Holz für Planken. Finden die Mannschaft? Nein. Geschichte zweier Brüder. Das ist das, was ich möchte. Aber ich habe jetzt... Warum hat mir... Ah! Hilfe! Warum gibt mir niemand mehr Informationen? Der Youngfish ist wirklich selten. Danke, das war nicht das, was ich wissen wollte. Ich habe keine Informationen über meine Quest. Aber ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, dein Boot ist kaputt. Tut mir leid, aber die Fähre ist außer Betrieb. Ach, lass mich raten, warum. Ich überquerte gerade den Kanal, als ich plötzlich nasse Füße bekam. Ich wäre fast gesunken. Solange die Schreinergilde die Fähre nicht repariert, kann ich dir leider nicht helfen. Okay. Auch das ist eine Problematik, die wir, glaube ich, recht schnell beseitigen können sollten. Kann ich? Okay, das ist auch da unten im... Ah! Anne, jetzt sehe ich es. Tritt der Schreinergilde bei. Und wenn ich jetzt die Geschichte zweier Brüder mache, was... Ah, ich muss noch mit Gotha sprechen. Ah, sorry, ich bin gerade etwas durcheinander. Und wer bist du? Mata Maserung. Lass mich raten, bei dir tritt ich der Schreinergilde bei? Hallo Reisender, schön dich kennenzulernen. Ich bin Mata Maserung, Anführerin der Schreinergilde. Normalerweise würde ich dich nur zu gerne in die Gilde aufnehmen, aber wir stecken dir gerade in der Klemme. Ja, Aufgaben für Schreinergilde. Ich wusste sofort, dass du der Schreinergilde beitreten willst. Du bist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Was für ein Wortspiel. Gut, mein kleiner Schreiner, ich habe eine Aufgabe für dich. Wie du weißt, ist die Fähre des Dorfes schwer beschädigt. Ich möchte, dass du eine neue baust. Oder zumindest bei der Reparatur hilfst. Bitte hilf, bring mir einmal Nägel und zweimal Planke. Ich würde zuerst mit den Händlern, ja, das war auch mein Plan. Da. Da ist der Händler. Ich bräuchte, nein, um Gottes Willen. Ich brauche einen. Und... jetzt habe ich 3 gekauft. Beziehungsweise 3 angeboten. Ach, guck mal, ich habe hier sogar Planken. Egal. Wie viel ist es wert? 8. Was kann ich denn... Das ist übrigens richtig cool hier mit dem Handelssystem, finde ich. Was habe ich denn... Was kann ich denn als Gegenwert bieten? Die scheinen hier voll auf Erze abzufahren. Erze haben hier... Guck mal hier. Biete ich einfach 8 von denen, dann kommen wir auf denselben Gegenwert und dann, passt das schon. Nice! Ah, du bist Gotha, mit dem muss ich auch noch reden, richtig. Tische und Stühle, bah, ich möchte wirklich keine Möbel machen. Aber wenn ich gewinne, kann ich mit dem gewonnenen Holz wunderschöne Gebäude bauen, wie ich immer wollte. Hey, kannst du mir Goldminze bringen? Das ist die perfekte Holzbeize. Und wird Vater total beeindrucken. Okay, zuerst liefern wir das Zeug bei Mata Maserung ab. Ich sehe, du hast alles, worum ich gebeten habe. Gut, du wirst zu uns passen wie ein sauber gearbeitetes Verbindungsstück. Ha, Wortspiel. Da du deine Kompetenz bewiesen hast, kannst du bei der Reparatur der Fähre helfen. Geh zu den Docks und sage Rex, dass wir in Kürze anfangen. Sehr schön. Du hast entdeckt Gesellenabzeichen Schreinergilde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht entdeckt habe. Stelle als Schreiner für die jeweilige Gilde Sachen im Wert von 1000 V-Bucks her. Nee, keine Ahnung, was die Währung ist. Okay, das ist aber dann Nebenquest Schreinermeister. Als nächstes will ich wieder die Geschichte zweier Brüder. Oh Gott, brauche ich da viel. Aber das sind Alternativen. Govard braucht aber nur ein Kernholz. Ein Kernholz kann ich kaufen. Egal, wir reden erstmal mit dir.
Odo hilft bei der Reparatur. Heute muss mein Glückstag sein. Unter Marta Maserungs Anleitung reparierst du die Fähre. Danke für deine Hilfe. Wann immer du willst, bringe ich dich über den Kanal. Halte dich nur von dem verfluchten Königreich durch drüben fern. Ein böser Ort ist das. Das Böse! Es ist Böses im Busch. Und natürlich haben wir das Boot repariert, ohne es aus dem Wasser zu nehmen. Das, Oh, guck mal, wir haben dafür neue Rezepte gekriegt. Reise ins Altkönigreich. Nein, ich möchte die Geschichte zweier Brüder. Jetzt ist natürlich die Frage. Das mit dem Kernholz ist logischerweise das Einfachste, wenn ich einfach dem einen Bruder... Dadurch gewinnt der halt das Rennen. Aber es ist die einfachste Aufgabe. Das heißt, vermutlich kriege ich dafür die schwächste Belohnung. Alternativ, wenn ich Liora helfe, bräuchte ich halt geformte Planken, kriege ich auch. Und Nägel kriege ich auch beim Händler hier. Nur Kleber weiß ich nicht. Aber ich glaube, das müsste halt, dann endet es vermutlich in einem Unentschieden, weil die halt was ganz anderes machen. Gibt's hier, oh, guck mal, hier gibt's Kleber. Sehr cool. Dann kriege ich doch hier alles. Dann helfe ich, glaube ich, Liora. Weil, Moment. Einmal Nagel, einmal Kleber, einmal geformte Planken. Okay, sorry, ich habe das nur gerade vergessen, dass ich... Nein, keine normalen Planken. Einmal Nägel. Nein, oh, es springt immer so weit, wenn ich nur einmal den Analogstick bewege. Einmal Kleber. Und eine geformte Planke sind 29. Okay, das geht echt. Und als Gegenleistung... Vielleicht sollte ich mal angeln gehen. Die Fische scheinen recht viel wert zu sein. Es ist halt immer schwer so. Was brauche ich? Wovon kann ich mich verabschieden? Wenn ich hier 6 von den Pilzen, die Pilze, die wachsen ja überall, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, oder? Also ich denke, die Pilze, auf die kann ich verzichten. Oha, vielen Dank. Ich weiß, das wird sie beide glücklich machen. Gut, dann haben wir das Ende genommen. Also Kinder, was habt ihr denn für mich? Mit Mutters Hilfe habe ich etwas anderes gemacht, als du verlangt hast. Wir haben unterschiedliche Talente und Träume, Vater, und anstatt zu wetteifern, haben wir beschlossen, zusammenzuarbeiten. Ich wollte, dass sie mir einen Schrank baut. Ich habe keinen Schrank mehr für meine Kleidung. Tova, unsere Kinder müssen ihren eigenen Weg in die Welt gehen und sieh nur, was sie gemeinsam gemacht haben. Schön, dass ihr beide glücklich seid. Bitte folgt euren Träumen, Kinder. Ihr habt unsere volle Unterstützung. Das ist ein schönes Feuerwehrauto, das ihr da gebaut habt. Ich wüsste echt gern, was sie jetzt gemacht haben. Was haben die denn jetzt? Ich kann... heuere als Landarbeiter an. Aber ich... War das jetzt die ganze Quest? Ich höre da übrigens was miauen. Ein Mitternachtsläufer habe ich entdeckt. Ach, das war die Katze. Okay. Das war, alles an der... Ich dachte, das ist jetzt so eine vertiefende Quest. Okay. Holz für Planken machen wir dann mal. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf die Suche. Beziehungsweise wir fällen einfach ein paar Bäume. 5 Holz brauche ich noch. Und ich habe auf dem Weg noch was gefunden, was ich gern... beziehungsweise ich bin da dran vorbeigelaufen. Was ich echt gern ein bisschen unter die Lupe nehmen würde. Wo ich noch nicht weiß, was das ist. Eine Stelle. Ich hoffe, dass wir da nochmal vorbeikommen. Es war in der Nähe von dem Dorf am Fluss, dessen Namen ich vergessen habe. Das finde ich ein bisschen schade bei dem Spiel, dass die Ortschaften halt, die Namen, die prägen sich halt einfach nicht ein. Okay, bei Edmund abliefern. Edmund ist da oben in der Schreinerei, glaube ich. Oder? Hier oben war doch irgendwo ein... Moment, ich guck mal ganz kurz. Ich kann einfach... Ja, genau. Das ist einfach da oben.
Ich kann ja einfach auf die Karte gucken. Dann müssen wir nur irgendwie wieder da hochkommen. Oh, war da gerade eben eine Sternschnuppe? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da war gerade eine Sternschnuppe. Oh, ich bin falsch. Wupsi! Wupsi-dupsi. Wir sind gleich da. Alles gut. Ich nehme mal die Blumen mit. Die sind ein bisschen mehr wert als nur eine Münze. Das ist, glaube ich, recht praktisch. Du bist auch ein interessantes Tier. So, hey du, ich soll dir Holz geben. Willst du Holz? Oh, du hast die Holzlieferung. Vielen Dank. Das ist eine große Hilfe. Hier hast du einige Planken für deine Mühe. Es sind viel nützlicher als unverarbeitetes Holz. Muss ich die nicht zurückgeben? Nicht? Heute ein Handeln, ein Händchen für Nackelfisch. Finde die vermisste Mannschaft. Das wäre vielleicht noch eine interessante Quest. Allerdings kriege ich hier auch nur den Captain angezeigt. Was haben wir denn? Da haben wir noch eine Düsternis. Da war ein Teleporter. Ich würde hier mal ganz gern da noch so ein bisschen erkunden, bevor wir jetzt da über den Fluss gehen. Vor allem, weil hier, genau, das Ausrufezeichen ist der Ort, den ich mal... Also, den ich gesehen habe, den ich aber noch nicht erkundet habe, weil ich das halt... Ja, logischerweise nicht außerhalb vom Let's Play machen wollte. Das war ja auch nur, als ich gerade wieder Thumbnails gemacht habe. Wir könnten auch mal wieder auf unserer Farm vorbeigucken. Ich glaube, das ist gar keine so doofe Idee. Nicht, dass unser Arbeiter die ganze Farm abgefackelt hat und wir kommen wieder und da steht einfach nichts mehr. Das wäre tatsächlich etwas suboptimal. Wow, die Renderdistanz dieses Spiels ist ja echt weit. Ich habe eh das Gefühl, so die Switch-Version wirkt auf mich noch nicht so ganz optimiert, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten. Also es ist jetzt nicht so eine totale Katastrophe wie Rime, aber... Ja, weil ich meine, an der Performance von der Switch kann es nicht liegen, weil die Grafik, die ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Und Nintendo schafft es ja auch mit wesentlich grafisch anspruchsvolleren Spielen, Performance von 60 FPS und 1080p hinzukriegen. Woran es dann liegt, dass es andere Spiele nicht schaffen, man weiß es nicht. So, oh, eine Münze. Und liegt da oben, Moment. Ich will ganz kurz hier noch alles mitnehmen, was da drin ist. Ah, da ist so ein Buch, das habe ich nämlich auch gesehen, dass es sowas gibt. Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Wir haben allerdings sowas noch nicht entdeckt. Seit die Düsternis erschienen ist, wurden weniger Kinder geboren. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft von Gemea. Okay, seit die Düsternis da ist, wurden weniger Kinder geboren. Das ist eine interessante Information. Was ich damit anfangen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Stein. Und da unten, genau. Das war dieses Ding, was ich gesagt habe, was ich entdeckt habe. Dieser verwahrloste Schrein könnte eine Reinigung vertragen. Stöcke, Stein und Ziliumblume. Okay. Ja, mach mal. Annehmen. Oh nein! Es hat Jahre gedauert, bis ich den Schrein genau richtig schmutzig hatte und dann kommst du daher und reinigst ihn einfach. Oh, in deinem Rucksack ist das reinste Chaos. Du bist wohl doch nicht so übel. Lass uns zusammenreißen. Hübsch! Hübsch. Und wir haben alle Geister in Grasland wurden gefunden. Sehr gut. Sehr cool. Dann würde ich sagen, welcher Quest gehen wir in der nächsten Folge nach? Wir haben gar nicht mehr viel. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal da hoch ins Gebirge und erkunden da ein bisschen weiter, was auch immer da oben fliegt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.